Heute sind wir in der Filiale Zürich und reden über ein Produkt, das ich finde, auf einmalige Art und Weise zeigt, was eigentlich das Kernstück ist von NAD und was NAD berühmt gemacht hat. Ich bin hier mit dem Mike. Er tut Ihnen heute den NAD C316 vorstellen. Das ist der kleinste Verstärker aus der NAD-Reihe. Und wir schauen heute ein bisschen an, was der Verstärker so speziell macht und eigentlich auch, was NAD so speziell macht. Genau. Ja, wie du es schon angesprochen hast, der 316er steht eigentlich wirklich so markant für das, was NAD verkörpert. Nämlich den ganzen Schnickschnack lassen wir aussen vor. Man macht ein schlichtes Gerät, das aber einfach deutlich über seine Preisklasse ausklingt und spielt. Sie bauen auch sehr laststabile Verstärker. Das ist halt auch etwas, viele glänzen gerne mit Watt. Da zählt NAD nicht dazu, sondern setzt das Augenmerk auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist halt eben die Kontrolle von einem Lautsprecher. Und das erreichen wir durch Laststabilität. Genau, das ist dann das, was am Schluss entscheidet, ob, wenn eine etwas komplexere Musik kommt, ob man dort hört, dass am Verstärker eben die Luft ausgeht. Am Hörer geht eher die Lust aus und am Verstärker die Luft. Laststabilität, das hört man dann, wenn man einfach das Gefühl hat, auch wenn es komplexer wird, es bleiben alle Instrumente auf ihrem Platz. Am Verstärker geht eben nicht die Luft aus, sondern es ist einfach immer genug Ressourcen. Und es hat einfach relativ wenig mit Wattzahl zu tun, sondern eben mit der Laststabilität, weil ein Lautsprecher ist eine schwankende Last. Und genau. Das hat NAD schon immer ausgezeichnet. NAD kann mit schwankenden Lasten sehr gut umgehen und dort immer Kontrolle behalten über den Lautsprecher. Und das ist der Unterschied von der NAD-Verstärker, würde ich jetzt mal sagen, zum Gros am Markt, also vor allem gegenüber den Mainstream-Marken. Ja. Dort brilliert einfach NAD in puncto Kontrolle über den Lautsprecher. Und das zeichnet sich dann klanglich aus. Genau. Oder? Also da muss man wirklich sagen, trotz dem kompakten Abmaß, das er hat, ist er wirklich schön kompakt gebaut, mag ohne Probleme ein Großteil von all unseren Lautsprechern antreiben, wirklich souverän, hat schön aufgelöste Höhen, hat wirklich auch Kraft im Bassbereich unten rein. Also der bringt so schnell nichts ins Schwitzen. Das ist trotz dem kompakten Abmaß wirklich immer wieder erstaunlich, was man mit so einem kompakten Verstärker, oder wie man einen kompakten Verstärker eben sehr gut kann bauen kann. Ja, und der 316er ist eigentlich nichts Neues. Also in erster Linie, also für uns, für Stereotech, ist sowieso etwas Spezielles. Es ist das allererste Produkt, das ich vor bald 8 Jahren im Shop eröffnet habe. Also mit dem Produkt ID Nummer 1 in unserem Webshop, der NAD C316. Er ist aber doch neu, weil er ist nämlich frisch aufgelegt worden. Das sieht man hier an diesem Kleber. Der hat neu auch einen Phono-Eingang bekommen, was ich sehr interessant und auch gut finden in diesem Preisbereich. Da können Sie einfach einen Plattenspieler wie jetzt hier den Rega Planar 2 oder einen Planar 1 direkt anschliessen. Auch der Phono-Eingang tönt sehr, sehr gut. Der ist von NAD auf dem Niveau von einer PP2. Genau. Also auch hier ein Phono-Eingang, der weit über den Preis hinausspielt. Und ich bin sehr froh gewesen, eigentlich zu sehen, dass NAD den 316 wieder frisch auflegt. Weil das ist mal noch so richtig gut gemacht. Hi-Fi. Ohne Schnickschnack. Er sieht noch viel weniger aus, als dass er klingt. Wir werden den jetzt in Zukunft wieder vermehrt kombinieren, auch mit unseren Lautsprechern. Sagt das von System Audio, sagt das von PSP, von der Schwestermarke von NAD oder eben auch bis zu Rowan rauf. Der Verstärker ist auch nicht verkehrt, wenn man einen Rowan S2 antreiben will und sagt, okay, ich tue lieber ein bisschen mehr Budget in Lautsprecher investieren, weil dort habe ich mehr davon. Nimm dafür aber einen sehr musikalischen, kontrolliert klingenden Verstärker, um die antreiben. Also das ist alles andere als verkehrt. Ich glaube, man kann es nicht genug betonen, wie sich ein 316er eben abhebt. Vom Mainstream, abhebt von der Masse. Eben viel weniger Schein als Sein, also der sieht halt nach wenig aus, aber er klingt einfach genial. Genau, und man kann dann den ganzen Schnickschnack, wenn sie Schnickschnack wollen, wie Streaming etc., kann man ja alles extern lösen. Das ist sowieso unsere Empfehlung. Also wenn Sie jetzt streamen, nehmen Sie von mir aus einen Google Chromecast für 39 Stutz,
Dann können Sie hier anschliessen, analog. Dann haben Sie Streaming gelöst. Wenn sich Streaming weiterentwickelt, rühren Sie den Chromecast in den Kübel und kaufen etwas Neues. Aber da haben Sie das Geld dort investiert, was klanglich entscheidend ist, nämlich eben beim Lautsprecher und beim Verstärker. Und wenn Sie so einen günstigen Verstärker haben, können Sie mehr Geld oder mehr Anteil von Ihrem Budget in den Lautsprecher investieren und haben schlussendlich mehr davon. Wir zeigen auch gerne den zeigen im Vergleich. Oder? Also wenn Sie einen Verstärker daheim haben, wo Sie sagen, ja, ich finde, der tönt eigentlich gut, aber ich will jetzt mal noch hören, wie etwas besser tönt oder ob die von Stereotec wirklich die Wahrheit sagen und der 316 wirklich so viel besser tönt, kommen Sie vorbei. Wir sind ja nicht nur virtuell, wir sind vor allem sehr real mit zwei Läden im Geschäft und wir können die Sachen zeigen, wir können auch Beweisführung machen, wenn es nötig ist. Sie können gerne mal Ihr Gerät mitbringen, es darf ruhig auch ein höheres Preisschild haben als der 316er und dann mal antreten lassen. Das ist wirklich klanglich etwas ganz, ganz Feines, wo man mit einer Vielzahl von Lautsprechern eben durch die Laststabilität kann kombinieren kann. Ja. Das wäre es eigentlich schon, was man über das tolle Produkt kann sagen. Oder hast du noch etwas, Oder noch auf der Zunge liegt? Nein, es liegt mir eigentlich sonst nicht mehr gross auf der Zunge. Nein, aber ich finde wirklich auch, dass mit der Ergänzung vom Phono finde ich eine schöne Abrundung, gerade heutzutage. Es ist wirklich eine gute Phono-Vorstufe. So lassen sich schöne Einsteigeranlagen aufbauen, gerade für Vinyl-Liebhaber oder die, die mit Vinyl liebäugeln. Sicher etwas, das man unbedingt ins Auge fassen muss. Mhm. Gut. Also, dann bleibt uns nichts anderes, als Sie einzuladen zu uns nach Zürich und Osten. Wir haben selbstverständlich in beiden Filialen vorführbereit immer. Kommen Sie vorbei, hören Sie richtig gutes, klassisches HiFi. HiFi, das NAD gross gemacht hat, aber genau durch solche Geräte, die ein sehr tiefes Preisschild haben, noch nicht viel ausgesehen, aber viel, viel besser klingen. Früher, in den 70er Jahren, als NAD gross geworden war, hat man gesagt Giant Killer, oder? Das war so das Label für den 30-20er. Das ist eigentlich immer noch der Giant Killer. Kommen Sie es hören, lassen Sie sich von uns beraten, dann haben Sie das Geld am Schluss dort investiert, was eben am meisten bringt, nämlich im Lautsprecher, in einem sehr guten Verstärker. Das ist das. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es. Folgen Sie uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Wo immer. Pinterest haben wir sogar auch schon. Da haben wir zwar noch nichts drauf, aber wir haben jetzt ein Konto. Das wäre, glaube ich, das letzte Video dieses Jahr. Dann wünschen wir Ihnen schöne Festtage und bis bald. Bis bald.